Um zwei Brüche zu addieren, macht man sie gleichnamig und addiert die Zähler. Bei literarischen Brüchen, das heißt bei Brüchen mit Buchstaben, funktioniert das natürlich genauso. Beispiel 1. Um den gemeinsamen Nenner zu erhalten, müssen wir hier unten und oben mit 2 multiplizieren und hier unten und oben mit a multiplizieren. Das heißt so. So erhalten wir den gemeinsamen Nenner 2a Quadrat. Und als Zähler erhalten wir 2 mal b plus c mal a, also 2b plus ac. Nächstes Beispiel. Um diese zwei Brüche gleichnamig zu machen, multiplizieren wir im ersten Bruch unten und oben mit 5c und im zweiten Bruch multiplizieren wir unten und oben mit 3b, also so. Denn so erhalten wir den gemeinsamen Nenner 15b Quadrat c Quadrat. Und die Zähler brauchen dann nur noch addiert zu werden. 4a mal 5c, das ist 20ac. Und 2a mal 3b, das macht 6ab. Beispiel 3. Am einfachsten ist es hier, diesen Nenner zuerst mal zu faktorisieren, um den kleinsten gemeinsamen Nenner erkennen zu können. Faktorisieren wir x Quadrat minus 1. 1 ist dasselbe wie 1 im Quadrat. Wir haben also die Differenz von 2 Quadraten. Wir erkennen die binomische Formel a Quadrat minus b Quadrat. Das ist a minus b mal a plus b. X Quadrat minus 1 ist also dasselbe wie x minus 1 mal x plus 1. Und so sehen wir, wenn wir im ersten Bruch unten und oben mit x plus 1 multiplizieren, dann haben wir den gemeinsamen Nenner und brauchen die Zähler nur noch zu addieren. Im Zähler erhalten wir also 2x plus 2 plus 1. Das heißt 2x plus 3 und fertig. Nächstes Beispiel. Wir schreiben diese 1 in die Form a minus 1 geteilt durch a minus 1. So haben wir sofort den gemeinsamen Nenner und brauchen die Zähler nur noch zu addieren. A plus a, das macht 2a und 1 minus 1, das macht 0. Im Zähler haben wir also 2a. Fertig. Nächste Übung. Hier ist es am besten, wir faktorisieren zuerst Zähler und Nenner so weit wie möglich. Machen wir das. Hier kann man nichts faktorisieren. Hier unten können wir 2b ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann 2a minus b. Oben können wir im zweiten Bruch 2 ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann 4a minus b. Und unten können wir 4a ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann 2a minus b. Diese 2 kann mit der 4 von unten gekürzt werden. Dann bleibt oben noch 1 und unten 2. Also haben wir hier als Nenner 2a mal 2a minus b. Und hier ist der Nenner 2b mal 2a minus b. Wir werden also beide Brüche erweitern. Den ersten um a, den zweiten um b, denn so haben wir als gemeinsamen Nenner 2ab mal 2a minus b. Und jetzt brauchen wir nur noch die Zähler zu addieren. Im ersten Zähler wird dieses a zuerst mal verteilt. Das ergibt dann 3a Quadrat minus 4b mal a. Im zweiten Zähler wird das b verteilt auf diese Klammer und somit erhalten wir 4ab minus b Quadrat. Die Rechnung sieht also so aus. Und wir sehen im Zähler die Zahl 4ab minus 4ab, also 0. Die zwei Terme in der Mitte verschwinden und der Zähler wird dann zu 3a² minus b². Und fertig.